So, Jungs und Mädels, weiter geht's. Ich wurde auch das gefragt. Das ist ja. Also. Ihr habt da Modifikation, kann da rein. So. Ja, genau so. Aber egal. Seht ihr? Schaden, Handhabung, Schock. Für Waffen. Eisschutz, Schockschutz für Rüstung. So. Wo ist noch hin? Als meine Mutter jung war, Erprobung an viel ernstere Veranstaltung. Wir machen jetzt mal weiter. Das gefällt mir besser als ihr. Was die Kater unserem Stamm angetan haben? Urmutter, gib mir Kraft. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja, Mörder und Versklaver! Hey! Lasst das sein! Nora-Gläubige, lasst das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht so aus, als wäre es an dem unbekanntes Gerät entdeckt. Er trägt einen Fokus. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, dein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Dir steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne.
Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er schwer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er schwer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Tolle Stimme. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen?
Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Also. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Aha. Und wer flirtet denn da? Wo ist er denn hin? Ach, da rennt er. Naja, immer diese Flirtversuche hier. Segnung geben wir jetzt auch. Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Ross zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Schön. Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst.
Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke! Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Das Bier ist sogar noch besser als... Das weiß ich gar nicht. Haben wir... wir haben schon so ein Ding. Energiezelle. Okay. Und das will was heißen. Liegt das an mir oder schmeckt Ihr Eintopf dieses Jahr irgendwie komisch? Die sind wirklich gut. Wir speichern noch ganz schnell. Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Geile Antwort. Auf. Sieh an. Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssegen. Aber nicht mit Du kleidest Freundes dich sogar wie echte Nora, wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend.
Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Naja, nehmen wir mal das. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Ich krieg mich nicht unter, ihr Penner. Wo ist der Rest? Gut. Und nochmal. Oh Gott, Mann! Schneller, na los! Ich muss sie einholen. Ich muss sie einholen. Ja, ja, diskutiere nicht. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre?
Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Das war's.